Wobei Greed eigentlich noch geht. Ich hoffe, ich denke mal, hundertprozentig gibt es ja auch Super Greed. Ich hasse Super Greed! Ah, ich kann ja, ich bin immer zu dumm, diesen scheiß Schüssen zu dodgen. Weil das eigentlich gar nicht mal so schwer ist, aber hier gibt es eine Menge Knete. Und noch ein Key. Oh, 36. Ich glaube, wenn wir... Ich glaube, 55 Münzen brauchen wir, ne? Dann können wir Kane freischalten. Wie schaffen wir das ja noch? Das wäre echt cool. Wir sind ja... Moment, kann ich das nachgucken? Nee, shit. Wir sind in der Caves 2. Ich glaube, es kommen quasi noch zwei Ebenen und dann, glaube ich, noch die Endboss-Ebene, wenn ich mich nicht irre. Blizz... Nein! Oh, shit! Boah, das ist fies. Das ist gemein. Oh. Das ist gemein. Geh weg! Danke. Du, geh weg! Du, geh weg! Geh weg mit deinen komischen Knochen. Und hier im Felsen steckt eine Bombe drin. Ich weiß halt nicht, was das bringt. Also ich probiere jetzt mal was. Vielleicht kriegen wir da mehr Bomben raus. Ja, cool. Ahnung, Soul Heart. Das ist natürlich echt Wurf. Okay. Sollte man sich merken, dass man solche Felsen auch mal aufsprengen kann. Weil da drin halt auch mal Soul Hearts sind. Ist cool. Okay, da haben wir hier oben links noch einen Raum. Den gucken wir natürlich auch nochmal an. Hier, check das out und so, ne? Oh, diese kleinen Viecher. Die machen immer so lustige Geräusche. Oh ja, das Vieh. Die Wolke des Todes. Oh, hier geht's im Bossraum. Ey, das sieht irgendwie total geil aus hier. Das ist nämlich wieder ein Zelda irgendwie ein bisschen. So, haben wir einen Arcade-Raum. Hm, ich weiß nicht. Oh, komm, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein, warum nicht? Oh, die Mucke. Nice. Okay, ich glaube, wir spielen jetzt einfach ein bisschen am Automaten, weil ich bin abhängig. Ich bin abhängig. Ah, zocken. Zocken. Ein Penny. Nice. Das Geilste wäre halt, wenn wir diesen Geldschein bekommen. Ich glaube, das Teil heißt Dollar oder irgendwie sowas. Oh, shit. Was ist das denn? Pinky Eye. Poison Shots. Lol. Noch mehr Poison? Ah ja, genau. Das ist ein Trinket quasi. Das ist quasi, dann die ganze Zeit da. Also passiv. Machen wir jetzt nochmal Giftschüsse. Cool. Ist nice. Ja, eigentlich habe ich mir da jetzt ein bisschen mehr von versprochen. Vielleicht ein bisschen mehr Geld rausbekommen. Um dann doch irgendwie an Kane zu kommen. Oh, ich muss mir die Zeichen mal merken. Ich glaube, dieser rechte, der rechte Raum mit dem roten Zeichen ist, glaube ich, dieser Raum mit diesen Stacheln. Oder? Diesen Stacheln außen, ne? Wenn man zur Tür reingeht. Wartet mal kurz. Ich muss da mal kurz gucken. Und der da? Ach so, das ist der Challenge-Raum. Okay, alles klar. Also der ist Challenge und der ist dieser komische Stachelraum. Okay. Also wo man quasi reinkommt, wenn man, ja, durchgeht und ein bisschen Damage hergibt, so. Haben wir noch irgendwo ein Herz? Nee. Nee. Nirgends was. Okay. Wir haben wieder das Kochbuch des Todes. Gegen Job. Oh. Und Anarchie. So. Oh, shit. Da habe ich mich natürlich auch mit selber getroffen. Das war natürlich gewollt. Das war alles gewollt. Oh, shit. Lol. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Er hat die ganze Damage bekommen. Dieses Gift. So OP. So OP. Lil Choppy. Nice, Sir. Und noch ein... Arms Coin Purse. Oh, nice. Ihr wollt echt, dass ich diese Pillen nehme, oder? Nein, ich werde sie nicht nehmen. Im nächsten Run vielleicht, aber nicht in diesen. Diesen möchte ich einfach durchrushen. Ich wette mit euch, dass ich, wenn ich die Pillen nehme, übelst Pech habe. 100 pro. So, wir sind jetzt in den Depths. Depths 1. Oh nein. Oh shit, oh shit. Oh shit. Ah, ich hasse diese Typen. Oh. Geht bloß weg, geht bloß weg. Diese Tragosso-Typen. Purple Heart. Challenge Up. Ah. Ich weiß halt leider überhaupt nicht, was die Trinkets machen. Absolut keine Ahnung. Aber diese Poison Shots möchte ich eigentlich schon behalten. Muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist echt mega cool. Die können einen schon ein bisschen so carryen. Oh, ich mag diese Typen nicht. Diese kleinen Springviecher, weil... weiß nicht. Ich habe immer das Talent, da reinzulaufen in deren Schüsse. Habe ich gerade... Ich habe gar nicht drauf geachtet, was gerade passiert ist. Ah, ich glaube, mein Anarchie-Kochbuch des Todes hat sich wieder aufgefüllt. Oh, shit. Oh,
oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Lass mich in Ruhe. Aber irgendwie habe ich noch nicht wirklich so den Damage. Okay. Gut. Einen Schlüssel hätten wir dann noch. Alles klar, den nehmen wir auf jeden Fall. Warum auch nicht? So, großer Raum wieder vor uns. Oh, mit Todeswolken. Oh nein. Oh, wow. Wie bin ich dem gerade gedodged? Oder treffen die einen nur, wenn man fliegt? Das kann natürlich auch sein. Weil es hätte dann halt auch Sinn, ne? Weil die Dinger ja auch so ein bisschen über die Luft. Über die Luft schweben, genau. Hm. Ja, ich klug, und so. Die schweben halt. Oh ne, sie treffen einen. Sie treffen einen, okay. Ich nehme alles zurück. Lass mich in Ruhe. Ich wollte nur klug wirken, Mann. So, alles klar. So, dann ab in den nächsten Raum. Oh, nice. Oh, was? Okay, es gibt auch Alien-Köpfe oder was? Ja, ich habe die Viecher immer als Aliens gesehen, weil, keine Ahnung, die haben ein Hirn hinten und welches normale Monster hat schon das Hirn hinten offen und so. Also, ne? Das muss ein Alien sein. Ein Alien des Todes. So, und rein in den Itemraum. Was haben wir denn hier? Noch mehr Gift. Chemical Peel. Damage up. Ist nice. Also, wir haben ja echt The Gift of Doom. Und so. Okay. Alles klar. Tut mir leid. Also, wow. Entschuldigung. Muss ja nicht gleich ausrasten hier. Oh, ich glaube, das sind die Viecher. Oh nein, sag nicht, dass ich... Den Viechern kann man nämlich keinen Schaden machen. Ich glaube, man muss erst das Vieh da unten besiegen. Genau, und dann sterben die. Alles klar. Gut. Ist eigentlich machbar. Ich stelle mir das aber fies vor, dann in den späteren Abschnitten des Spieles. Oh nein. Geht bloß weg. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wenn man dann irgendwie so um die Ecke schießen muss und so ein Zeug und die Viecher dann einen übelst abnerven, das wird bestimmt richtig krass. Auf jeden Fall sehr gespannt. Also, boah, ich hab so einen Bock auf das Game. Oh nein. Und die Typen hasse ich auch. Die splitten sich nämlich quasi auf, wenn man, ja, sie angreift. Und, oh, machen sich dann zu kleinen Würmern, die total Rage Mode gehen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, oh, unvergiftet. Haha. GG. Du bist toxiniert. Haha. Oh, cool. So, was haben wir denn jetzt noch zu? Okay, haben wir links noch einen? Und noch einen? Oh nein. The Brain. The Brains. Geht weg, ihr Brains. Ja, man sollte nicht auf der Spur langlaufen, weil es ist der Brain-Lag. Ja, Mensch. So, genau, ein goldener Schlüssel. Ich glaube, wir können jetzt in dieser Ebene alle Türen aufmachen, ohne einen Schlüssel zu benutzen. Stimmt das? Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quark. Ich bin mir gerade nicht sicher. Stirb! Stirb! Double Poison ist OP! Double Poison! Los, stirb! Wow. Okay. Alles klar. Haben wir Bossraum? Alles klar. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir natürlich hier noch hier hoch. So, und es gibt auch jetzt, glaube ich, immer einen Geheimraum. Den müsste ich... Es sind immer die Räume, die quasi immer so zwischendrin. Ihr seht immer diese Lücken zwischen ein paar Räumen. Das könnten aber die Geheimräume sein. Naja, wir gucken mal. Ich möchte... Oh. Ah, eigentlich möchte ich ja nichts mitnehmen, weil ich möchte eigentlich Kane freischalten. Aber wir lassen erstmal. Wir lassen erstmal. Weil mit Kane könnte ich dann vielleicht den nächsten Run machen. Das wäre echt cool, wenn ich den jetzt gleich bekommen würde. Sind wir mal gespannt. Ehe ist das Pech und Verreck gleich, so im nächsten Raum. Das wäre natürlich so à la Olli-Style, auf jeden Fall. Oh, shit. Oh, was? Die Dinger sind zielsuchend, oder was? Oder, ah, nee, Moment. Die werden ja auch angesaugt von dem Vieh. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich zu nah an das Vieh rangehe. Ich möchte nicht wissen. Und ich glaube, ihr auch nicht. Wobei, ihr wollt bestimmt wissen, wie ich sterbe, oder? Oder sehen, wie ich sterbe. Ja, ja, ihr seid natürlich böse. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt nach oben. Und Moment, der Challenge Room ist offen. What? Das habe ich gerade nicht mitbekommen, dass einfach die Tür verschlossen ist. Oh, komm schon. Muss das sein? Ich mag kein Damage bekommen. So, okay, Challenge Room natürlich wieder zu, weil ich, bro. Ich bin einfach ein übelster Profi in dem Game.
Geh bloß weg. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich kann mich kaum irgendwo bewegen. Okay. Ich weiß nicht, ich finde die Challenge-Räume irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben die jetzt was Neues. Also, dass man irgendwie coole Items bekommen kann oder so. Sind die jetzt echt OP, die Challenge-Räume? Ich habe keine Ahnung. Aber ich lasse ihn jetzt einfach aus. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, muss ich ehrlich zugeben. Ich gehe jetzt einfach zum Boss-Raum, weil, geil und so. Ne? So. Let's go. Ich mit meiner schönen Schleife und unser Kopf ist irgendwie rot, so ein bisschen Super Meat Boy-Style. Ah ja, Super Meat Boy, auch so ein extrem schweres Spiel. By the way, vom selben Macher. Weiß aber gar nicht, wie die heißen. Sorry, tut mir leid. Vielleicht schreibe ich es in die Beschreibung. Ich glaube es aber eher nicht, weil ich bin faul. So, oh, was ist das denn für ein Vieh? Ich habe gerade den Namen nicht gelesen. Oh mein Gott. What the hell ist das denn? Oh Gott, oh shit. Stirb einfach. Oh lol. Vergifte. Los, stirb, 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 stirb. What? Oh mein Gott. Ich hoffe, du kannst nicht nach links und rechts rollen. Das wäre nicht so geil. Stirb. Oh, what the fuck? Okay. Oh, oh, oh. Okay, das wird mein neuer Hassboss. Auf jeden Fall. Stirb, 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 stirb. What? Oh nein, geh weg. Oh lol. Geh weg. Oh. Oh. Oh, das ist ja voll fies, ey. Das ist voll fies. Wow, 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 wow. Was ist das denn? Nein! Nein, du spawnst nicht die Typen. Das ist nicht. Das ist nicht. Das stand nicht im Script, Mann. Nein! Oh Gott! Stirb! Stirb! Nice! So, cool. Wir haben ihn besiegt. Oh, 50 Münzen. Das ist ziemlich geil. Wir nehmen natürlich das weiße Herz diesmal mit. Okay, dann denke ich mal. Okay, Speed plus Shoot Speed ab. Oh, wir sind jetzt voll kawaii. Guck mal. Boah. Boah. Kawaii. So, wir hätten hier oben theoretisch noch ein Herz. Das nehmen wir natürlich noch mit. Moment, wir haben ja. Nee, geil. Ich gehe jetzt einfach runter hier, ne? So. Und jetzt geht's zu der Boss-Ebene. Und yes. Ein weiteres Herz und ich sehe gerade, wir hätten theoretisch doch noch ein Herz mitnehmen können. Ich bin der Noob of Doom. Oh Gott. Oh shit. Boss-Ebenen sind immer scheiße. Oh, ein Boss-Ebene auf Doom. Oh nein, geh weg. Geh weg, geh weg. Ich mag dich nicht. Ich glaube, auf diesen Spinnenteilen hier, auf diesen Netzen, da wird man voll verlangsamt. Das mag ich nicht. Und so. Wie groß sind die? LOL. Ach so, okay. Gedacht, die Ebene ist nur so klein, aber man sieht halt irgendwie. Oh, was ist das denn? Too bad of Doom? Geh weg! Oh, shit! Oh, 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 nein! Oh, Profispieler! Also, wow! Nochmal? Ah, ich geh. Moment! Moment! Einmal Damage noch, komm! Für eine Münze machen wir das. Yay, wir haben Kane! Nice! Okay, egal wie der Run ausgeht, wir haben Kane und können den nächsten Run Kane spielen! Nice! Geil! Geil, geil, geil. So, wir könnten theoretisch. Ja, wir machen das. Wir machen das jetzt einfach, weil. Geil. Wir haben noch 10 Bomben, also. Warum nicht, ne? Schlüssel, 2 Bomben, eine Pille und. Bob's Rotten Head. Wie ging denn das Item nochmal? Ich möchte es mal testen. Wie ging das? Ach so, genau. Macht das viel Damage? Ich weiß es gerade nicht mehr. Es kann sein. Es kann sein, das ist gut. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Oh Gott. Oh Gott. Okay, du bist schon mal vergiftet. Das ist schon mal nett. Okay, du auch, du auch. Stirb einfach durch Vergiftung. Stirb einfach. Stirb. Los. Nein. Oh, ich bin so. What? Wie viel Damage hat das gerade gemacht? Alter Verwalter. Ich brauche Leben. Oh. Nein. 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 Nicht du. Nicht du. Wieso Super Greets? Warum? Nein. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. The Dodge is the Dodge is the Dodge is the Dodge is. Oh, oh, oh. Nice. Ich habe überlebt. Pass auf, das killt mich dieser Greed-Kopf. Ich weiß es ganz genau. Nee, doch nicht. Puh. Nein! Ich laufe ins Feuer rein. Weil diese Map da. Oh mein Gott.
Ich bin echter Profispieler, also... Blizz! Ach mein Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde es eh verrecken. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ich bin auch noch so jung und unschuldig. Und. Nein. Blizz. Blizz. Lass mich in Ruhe. Wow. Das ist nicht so toll. Ah. Okay, der Kopf ist auf jeden Fall wieder ready. Vorsicht, da sind Stacheln. Des Todes, drüber, schnell. Nice. Oh nein, nein. Oh, ich laufe erstmal hart durch. Nein, ich bin echt tot. Oh nein. Oh, ich bin der Noob des Todes. Egal, ja, das war's mit dem ersten Isaac Run. Wir haben leider nicht, wir haben es leider nicht bis zu Mom geschafft. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben trotzdem einen Erfolg erzielt. Und zwar haben wir Kane bekommen mit 68 Münzen. Guckt euch das mal an, ey. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, sorry, dass ich so rumgenoobt habe, aber das erste Mal wieder Isaac nach gefühlten 10.000 Jahren. Das ist eigentlich ganz okay. Und ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Ich meine, es ist Binding of Isaac und Rebirth. Das ist einfach, boah, ist das geil. Ich habe richtig Bock auf das Projekt und ich hoffe ihr auch. Ja, seid das nächste Mal auch wieder dabei zum nächsten Run. Und das nächste Mal spielen wir Kane. Ja, bis dahin, macht's gut!